Schlechte Aussichten für die SPD auch in den Bundesländern, in Bayern und Hessen, wo im Oktober gewählt wird. Würden dort 42% der Wähler für die CSU stimmen, für die SPD sind die Aussichten dagegen düster. Sie erhält in der Umfrage 14% und liegt damit gleich auf mit den Grünen. Die AfD kommt auf 10. Die FDP auf 6,7%, die absolute Mehrheit zurück. Die SPD erreichte 20,6%. FDP und Linke verpassten den Einzug in den Landtag. In Bayern wird am 14. Oktober gewählt. Hessen stimmt am 28. Oktober über einen neuen Landtag ab, würde jetzt gewählt werden. Für die Linke 7% der Wähler aus für ein Bündnis aus CDU und Grünen. Wie es derzeit in Hessen regiert, würde es damit knapp nicht mehr reichen. Auch in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg liegt die CDU in der Forsa-Umfrage, die in 5 Bundesländern durchgeführt wurde, klar vor der SPD. In NRW sprechen sich 34% der Befragten für die CDU aus, nur 24% für die SPD. In Baden-Württemberg sieht es für die SPD noch viel schlechter aus. Hier kommt sie gerade mal auf 12% und liegt mit der AfD gleich auf. Die CDU erreicht 27%. Genauso wie die CDU, aber auch dies ist eine Verschlechterung im Vergleich zu ihrem Ergebnis von den letzten Landtagswahlen im Oktober 2017. Damals bekam die SPD 36,9% der Stimmen, die CDU 33,6%. In der Forsa-Umfrage wurde auch untersucht, wie die Wähler bei einer erneuten Bundestagswahl abstimmen würden. In allen 5 Bundesländern würden CDU und CSU ähnlich, während die Grünen ihren Anteil in allen Ländern deutlich steigern könnten. AfD und Linke könnten mit ähnlichen Ergebnissen wie im vergangenen Herbst rechnen. Quelle: ntv.de.